waiting for a train. A train that'll take you far away. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse, Presse. Howdy ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres schönen Medien- und Pressepodcasts, voll in die Presse. Heute mit einer Viererrunde, aber trotzdem fehlt einer. Ihr dürft gleich raten, wer es ist. Ich bin's nicht, Ben Cartwright, herzlich willkommen. Und zu meiner Rechten, wie immer, Jutje Launt, der Beef Rogers. Genau. Wir sind auch im Beef Hole für alle, die den wohligen, heimlichen Raumklang vermisst haben. Also der Benanza-Bus steht draußen vor der Tür, direkt neben dem Puffschlitten von Prollo Ferrari. Jawohl, Grüße an meine Mutter Laila. Du wolltest den doch nicht bringen. Was? Du wolltest den doch nicht bringen. Ich habe gar nichts gesagt. Na gut, Hashtag Laila, dann kriegen wir wieder ein paar mehr Downloads. Ja, genau. Super. Das ehrlich, mit sowas, wenn das zieht, ganz ehrlich, weiß ich nicht, was wir falsch machen, ja, dass wir lediglich mehrere tausend Hörer haben. Ja. Also wir arbeiten dran und wir haben den Sommer mehr als adäquat heute ersetzt mit einem Gast, den wir schon 10-mal mindestens angekündigt haben, nämlich den Reinherr. Kampfname Reinherr. Reinherr, ihr dürft raten, wie er wirklich heißt. Und erstmal herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Du bist ja regelmäßig in Hamburg, weil du Journalist bist, also genau sozusagen unser Futter hier täglich produzierst, allerdings seltener so kurios. Geo unter anderem, dafür zeichnest du verantwortlich. Und auch das hatten wir hier schon im Blatt. Das war ursprünglich mal der Gedanke mit den Pilzen, wenn du dich erinnerst. Genau. Ja, die hatte ich doch auch angeboten, die Pilze. Die hattest du angeboten? Aber das wolltest du ja nicht. Die wollte ich damals, als wir drüber sprachen, dass du das nochmal einordnest, was der Sommer oder wer war das mit den Pilzen, dafür für einen, im Zweifel für einen Sommer. Halbwissenschaftlichen Stuss erzählt. Das war auf jeden Fall sehr spannend, wie Pilze untereinander kommunizieren. Das ist so für alle, die das nochmal nachhören wollen. Und du bist ja auch Biologe von Haus aus und deswegen eigentlich prädestiniert. Aber fangen wir trotzdem mit dir an. Du hast noch was Geileres heute mitgebracht. Fängt nur mal auch mit P an. Auch mit P, nur mal so einen kleinen Teaser. Also noch nicht zu viel verraten. Okay, ein kleiner Teaser. Also sie nerven wahnsinnig. Also mehr als Pilze. Pilze nerven ja eigentlich nicht so. Es sei denn, also Fußpilze. Es sei denn, unterm Fuß. Ja, unterm Fuß oder in anderen Regionen. Unterm Nagel. Unterm Nagel. Lassen wir es mal da stehen. Sie sind lästig. Sie sind fast überall und sie können auch ziemlich eklig sein. So viel sage ich schon mal. Okay. Es hat was Biologisches natürlich. Ja. Ne? Klar. Genau. Manche haben sie aber auch in der Verwandtschaft und dann müsst ihr gleich mal schauen, was der Reinherr uns da mitgebracht hat. Und weil wir ja auch den Rest gerne anteasern seit neuestem aus Cliffhanger-Gründen, Beef. Ja, ich habe heute ein bisschen was Beharrliches und ein bisschen was Tierisches irgendwie. Also mal wieder was Tierisches. Ja, tierisch finde ich gut. Ja. Ich habe auch eine kleine Tiergeschichte mit einer Möwe, zwar nicht in der Hauptrolle, aber als Waffe. Eine Möwe als Waffe. Möwe als Waffe. Und da ich ja hier wieder für die schlüpfrigen Themen sorgen muss, möchte ich heute kurz erzählen, wie man mit einem Sextoy beim Schach betrügen kann. Ist passiert auf ganz hohem Level. Also nicht irgend so Hintertür bei Prollos Spelunke, sondern internationales Parkett. Schnallt euch an. Das gefällt mir. Ja, ready, set. Und wir versprechen unseren Gästen ja auch immer, dass das Bier fließt. Also würde ich sagen, go am Bier. Ja. Mach mal den Zapfen reiß auf. Reiß das Akkubräu auf. Genau, das ist. Ich stelle es nur ganz kurz vor. Dann ist irgendwie, das ist vom Moser-Liesel, sprich aus dem Bajuwarischen. Akkubräu Moos. Ich habe jetzt tatsächlich die kleinen Flaschen mir besorgt. Das ist eher so wahrscheinlich so die Kindergröße in Bayern. Also was Trainingsgröße. Ist 0,33 irgendwie. Taschenbier. Genau, also das ist, genau. Es ist ein helles und ich kenne es auch nicht. Bin mal gespannt. Ich gebe das mal so rum und natürlich dem Gast Vielen zuerst. Dank.
Genau. Ja, ja, ich stiere schon die ganze Zeit auf die Bierflasche. Ach, dieser das ist frisch aus dem Kühlschrank, steht jetzt hier ein paar Minuten und dann setzt das ja diesen wie nennt man das, diesen Reif da fast auf der Flasche an. Tau. Das ist wirklich Tau. Das in Wirklichkeit haben wir den Rheinherr nämlich in der Fußgängerzone aufgegriffen und ihm kostenloses Bier versprochen. Genau. Wie heißt das hier? Den Chateau Rheinbach haben wir versprochen. Ja, nee, der Lockung, der konnte ich nicht widerstehen. Ja, wunderbar. So. Mit den passenden Gläsern. Ja, kann mit Glas, kann aus der Flasche, das ist, wie jeder will quasi. Das Fläschchen ist so klein, ich glaube, ich trinke aus der Flasche. Ich würde auch jetzt tendenziell fläschlich. Prost, mein Lieber. Prösterchen. Ja. Prost. Ja. Was man noch vielleicht sagen muss, da ist auch die Moser Liesel drauf, also eine Dame ist abgebildet, die einen Krug in der Hand hält, einen Bierkrug. Also das Design ist ziemlich cool. Und ich muss lustigerweise bei dem Bier an zwei Dinge denken. Einmal an Berlin, Mitte, wo ich das mit meinem Bruder das erste Mal getrunken habe, am Spielplatz, wo auch unsere Kinder aufgepasst haben. Andere trinken Weißwein, wir Helles. Und, weil das damals so schön war, haben wir das auch bei der Beerdigung von meinem Vater, auch in Berlin, kistenweise gekauft. Und ich habe das danach, weil das kaum getrunken wurde, komischerweise. Ich hatte einen ganzen Bus, einen ganzen Bilanzer-Bus voller Bier. Alles und mit diesem Arkobräu-Mose? Viel Arkobräu, ja, also mehrere Kisten und die haben wir dann noch monatelang im Nachgang geklärt. Ich dachte, es wäre jetzt bei mir nur im Angebot gewesen. Nee, das habe ich jetzt so ein bisschen entzaubert, aber ich kann sagen, aus Erfahrung gut. Das ist wirklich lecker und in dem Sinne. Also es geht gut runter, muss ich sagen. Es hat so ein bisschen leichte Süße im Abgang. Und ich liebe diese Miniatur-Bauarbeiterflaschen. Das sind ja hier so, ne, diese Humpen eigentlich, aber in klein. Ja, so richtig so eine Ich glaube, es ist wahrscheinlich Granate. Da habe ich wirklich das bayerische Kinderbier gekauft. Also das ist ich muss mich zusammenreißen, nicht so für zu schnell die, zu trinken. Für die Brotbox in der Kita. Genau. Um mal ein paar Klischees zu bedienen hier. Ja, genau. Klischees bedient ja auch der Prollo immer gerne. Und ich habe gesehen, der hat schon was Ausgedrucktes ausgeklappt. Ja. Also wollen wir da einsteigen oder noch ein bisschen Bier-Talk machen? Na, das ist eine Referenz auf uns selbst, sozusagen rein selbstreferenziell. Ein kleines Follow-up. Wir hatten ja vor einiger Zeit gesprochen über die Straßenbahn-Irrfahrt von Braunschweig. Wer sich erinnert, ja, Straßenbahn bestiegen und eine kleine Tour durch die Stadt gemacht. Zwei junge Herren, Anfang Mai war das. Und was man noch erwähnen muss, die haben auch noch einen eingesammelt. Die haben irgendwo auch noch angehalten und einen Fahrgast eingesammelt. Pass auf, der Artikel ist echt kurz vom NDR, hat es aber in sich, was Informationen anbelangt. Denn, also erstmal, die Sache war keine Straftat. Das ist schon mal die gute Nachricht. Denn, wollt ihr vielleicht raten, warum nicht? Jetzt unser Chefjurist nicht dabei, aber ich keine Straftat. Vielleicht, weil die nicht abgeschlossen war, die Bahn. Also weil sie quasi. Völlig richtig. Das Depot hatte nämlich keine Schranke und die Bahn war nicht verschlossen. Also weder Einbruch noch Diebstahl. Da fängt es schon an mit den guten Nachrichten. Also mit Gefährdung die Fahrt selbst, des öffentlichen. Ja, pass auf. Blablub. Pass auf. Die Fahrt selbst war nämlich auch nicht strafbar, denn es handelt sich eben nicht um einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr, denn für das Steuern der Bahn braucht es erstmal keine amtliche Erlaubnis. Ja, daran fehlte es also auch nicht. Und außerdem war in der Nacht nämlich wenig los, deswegen war es auch nicht gefährlich. Ne? Und die Bahn kann ja auch nicht aus den Schienen so ohne weiteres raus. Ja, das, ne? Das geht jetzt aus dem Artikel nicht her. Ja, aber das würde ich jetzt so denken. Aber was ist das denn für eine Argumentation? Es war wenig los. Also ich meine, es würde ja reichen, wenn sie einen Platz fahren. Vielleicht war es ein mittlerer Eingriff in den Bahnverkehr, wer weiß. Auf jeden Fall aber auch kein Hausfriedensbruch, denn dafür reiche das öffentliche Interesse nicht, heißt es hier. Und was allerdings schon sein kann, dass die beiden wegen unberechtigter Personenbeförderung verlangt werden. Ein Begriff, den ich eigentlich nur von meinen privaten Uber-Fahrten kenne. Das ist allerdings dann eine Ordnungswidrigkeit. Das ist ja auch überschaubar. Ja, mal schauen. Und wir bleiben auf jeden Fall nah dran an den beiden. Vielleicht laden wir die auch mal ein. Entweder so oder ich hätte jetzt angerichtet, wir nehmen uns einmal so eine Bahn, passiert ja nicht viel und machen da mal einen Podcast drin. Ja, Benanza-Bahn. Das ist ja genau. Benanza-Bahn. Und müssen wir nur nachts dann eher aufnehmen, würde ich vorschlagen. Ja. Die Geschwindigkeit haben sie dann auch nicht überschritten oder was? Ich weiß jetzt nicht, wie schnell also das so eine war Bahn rattert, aber bei dem Artikel so, dass die das wohl tatsächlich ganz gut beherrscht haben, das Ding. Noch bis zur Endhaltestelle durchgefahren sind, an ein paar Stationen angehalten haben, Türen aufgemacht haben, zumindest einen Fahrgast mal reingelassen haben. Ist doch auch den freundlich. Vermutlich auch auf Anforderungen wieder rausgelassen haben, sonst wäre es ja wahrscheinlich irgendwie Entführung oder irgendwas. Also
Die haben ziemlich viel Train Simulator gespielt, die beiden. Und ja, cool, gut. Da kann ich mich direkt hinten dranhängen. Ich habe auch was mit einer Bahn. Das ist jetzt das Thema Beharrlichkeit, was ich eben angeteasert habe. Allerdings nicht in Braunschweig war das, glaube ich, damals mit der geklauten Bahn. Braunschweig im Schwarzwald. Genau. Hier wären wir jetzt in Indien. Und also schon ein bisschen weiter um die Ecke. Und es ist auch keine Straßenbahn, sondern es war eine richtige Bahn. Und der, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt aus, Tungnath Chaturvedi, das ist ein Inder, der hatte 1999, das wird noch eine Rolle spielen, das ist jetzt nicht exakt dieses Jahr, sondern überhaupt, dass es schon relativ lange her ist, hat er am Schalter zwei Bahntickets gekauft und wollte von aus seiner Heimatstadt Mathura nach Moradabad, jeder kennt es, im nordindischen Bundesstaat Uttar fahren, Uttar Pradesh, und das dauert ungefähr 5 Stunden. Die Tickets kosten jeweils 35 Rupien und er hat mit einem 100-Rupien-Schein bezahlt und bekam allerdings nur 10 Rupien zurück. Dagegen hat er protestiert, also jetzt die Mathefüchse haben aufgepasst, da er fehlen noch 20. Nee, ja, fast, also dicht da dran. Und genau, also er hat auf jeden Fall, der Angestellte am Schalter hat ihm die fehlenden 20 Rupien nicht zurückgegeben. Ja, und jetzt ist unser der Herr Tungnath Chaturvedi ist Anwalt. Und der hat sich da ein bisschen drüber geärgert, dass der Schalterbeamte da nicht mitgeben wollte. Jetzt müsste man noch ein, ich weiß nicht, wer die aktuellen Rupienkurse kennt, aber 20 Rupien sind aktuell etwa 24 Cent. Also ein überschaubarer Betrag eigentlich. Wie hier in dem Artikel geschrieben wird, er ist aus der Süddeutschen, wird darauf hingewiesen, dafür würden sich die allermeisten Deutschen nicht einmal bücken, wenn die Münzen vor ihnen auf der Straße lägen. Ja. Der Anwalt hat aber gesagt, nicht mit ihm, und er hat die indische Eisenbahngesellschaft verklagt und hat, das finde ich dann doch, wie gesagt, deswegen Beharrlichkeit, er hat rund 22 Jahre dafür gekämpft vor Gericht. Immer wieder mal, das indische Justizsystem ist wohl chronisch überlastet und einfache Streitfälle dauern dann auch länger, bis überhaupt ein Richter sich damit befasst und die Bahn wollte sich da auch so ein bisschen rausahlen wegen Formfehlern, das abweisen lassen etc. Aber der blieb dran. Und es gab ungefähr insgesamt rund 100 Anhörungen und ja, wie gesagt, am Ende des Tages hat ein Zivilgericht dem Mann Recht gegeben und die Bahngesellschaft muss jetzt umgerechnet 180 Euro Strafe an ihn zahlen und ihm die 20 Rupien mit 12% Zins zurückgeben. Oh, was macht das? Ja, das ist trotzdem noch ein überschaubarer Betrag, würde ich sagen. Und wer hat jetzt die Gerichtskosten und so weiter für 20 Jahre? Da weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und er hat aber selber auch, er ist von der BBC dann auch interviewt worden, hat dann auch selber gesagt, also die haben ihn gefragt, ob das sich denn wirklich gelohnt hätte. Also die Energie und Zeit seien es ja eigentlich nicht wert. Das hat er auch selber zugegeben. Aber er sagt, es geht mir auch gar nicht ums Geld. Es ging ihm immer um den Kampf für Gerechtigkeit und den Kampf gegen Korruption. Und das war es wert. Das finde ich tatsächlich mal eine Einstellung irgendwie, dass er selbst ja auch viel Lebenszeit opfert. Also 100 Anhörungen, ich weiß nicht, wer schon mal vor Gericht war. Das ist eine unfassbare Zeit. Völlig verrückt. Und für einen wirklich auch für ihn, er ist Anwalt, also offensichtlich brauche jetzt die 20 Rupien, glaube ich, auch nicht, um 3 Tage weiter leben zu können. Nichtsdestotrotz finde ich das einfach spannend, dass manche Menschen einfach sagen, ich gebe nicht auf, ich lasse mich von irgendeinem System oder irgendeinem, in Anführungsstrichen, Idioten am Schalter nicht über den Tisch ziehen. Nein, mache ich nicht. Fertig. Weißt du, wie ihr so dazu steht? Ich meine, das ist natürlich im Prinzip Schwachsinn. Man kann ich habe immer noch dran zu knapsen, dass der offensichtlich für diesen recht lächerlichen Betrag eine 5-stündige Bahnfahrt bekommen hat. Ja. Also das kommt noch dazu. Da ist ein, ja, es das ist 9-Rubien-Ticket. Na, ich dachte erst auch, dass es vielleicht ein Beispiel für eine Zinsrechnung oder so wäre. Nee. Und er jetzt Millionär geworden wäre. Also, auch schön, aber nee, aber Rupienmillionär. Rupienmillionär, wahrscheinlich hilft einem dann auch nicht viel weiter. Aber nichtsdestotrotz, also wie gesagt, ich finde das einfach, ich sage das schon auch ein Wahnsinn. Also das ist aber letzten Endes, gebe das auch ehrlich zu. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ja. Einerseits denke ich, ich finde das ja sensationell, dass einer da sagt, ich mach das, lass das mit mir nicht machen. Auf der anderen Seite würde ich halt sagen, ey, was vergeudest du deine Lebenszeit damit? Also ich weiß jetzt nicht, welchen Glauben er anhängt, aber und wie viel Leben noch in petto hat, aber es ist trotzdem, ja, also es ist schwierig. Also ich bin mir da gar nicht so richtig schlüssig, ob ich es
gut oder schlecht finden will, das ist aber vielleicht auch gar nicht der Maßstab, ob ich es gut oder schlecht finde irgendwie, sondern Ich finde es extrem erstaunlich erstmal, ne? Gut und schlecht wüsste ich auch nicht. Ich wäre fast das Gegenteil. Also ich fände es so fürchterlich. Irgendwie, ich würde wahrscheinlich nach 10 Minuten Gerichtsverhandlung dann sagen, so tschüss, das ist mir jetzt einfach irgendwie zu viel. Ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man, das ist so vielleicht auch ein Beispiel für, wenn man was investiert hat, eine gewisse Zeit, dass man dann nicht mehr davon loskommt, weil man ansonsten das Investment verliert. Den Point of No Return überschritten sozusagen. Also vielleicht hat er, nach einem Monat hat er gedacht, nee, jetzt habe ich schon einen Monat investiert, jetzt muss ich dranbleiben. Kacke, jetzt muss ich noch den nächsten Monat und daraus sind dann irgendwie wie viel, 20 Jahre geworden. 22 Jahre, wobei er natürlich jetzt die 22 Jahre nicht durchgekämpft hat, sondern das natürlich immer wieder mit großen Unterbrechungen natürlich auch. Aber was mich halt auch noch im Prinzip ja ein bisschen positiv stimmt, ist, dass ja offensichtlich auch in Indien das Rechtssystem also auch dann sowas also aushält, also dass das halt auch weitergeht und dass da eben nicht dann quasi irgendwie sowas abgewiegelt wirkt oder er dann zurückgewiesen wird, sondern dass es im Prinzip, also man kann dann schon sich recht erfechten, auch wenn es möglicherweise ein extrem langer Weg ist. Und er natürlich den Vorteil hat, als Anwalt ist er natürlich aus dem System, das heißt, er weiß auch, was er da tun muss und wie er es tun muss etc. Aber das finde ich an sich auch eine ganz gute Nachricht in der ganzen, in dem ganzen Thema, dass also das im Prinzip so ein bisschen in der zweitbevölkerungsreichste Land der Welt, glaube ich, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Also ist insofern. Ist es schon? Hat China es überholt? Nee, ist zweitbevölkerungsreichste. Also ja, aber ich glaube, das ist nicht mehr lang hin, ne? Bis es China überholt. Das weiß ich nicht. Also müsste jetzt. Wie viele Bahnkilometer? Gute Frage, weiß ich auch nicht. Also das, und in welchem Zustand, aber da können wir hier ja auch mitreden. Das ist quasi ein Kopf-um-Kopf-Rennen. Prost. Ah, und da ist er wieder, der Niveau-Limbo. Du hast schon mal vorgelegt jetzt, Ben, ich muss schon sagen. Ja. Ich habe lange auf den Einsatz gewartet. Ich wollte aber nur sagen, also ich finde Beharrlichkeit grundsätzlich bemerkenswert, weil ich sie regelmäßig bei solchen Sachen nicht an den Tag lege, weil mir das einfach zu viel Lebenszeitverschwendung scheint. Weil ich denke, klar, das ist ärgerlich, aber jeden Tag, wenn ich mich da aufs Neue über diesen Bahnbeamten da oder diesen Schalterbeamten ärgere, ist es ja meine Lebenszeit und die ist ja dann viel mehr wert als 24 Cent oder selbst wenn das 100 Euro wären. Also denkt an diese Drum Machine Geschichte, die ich hier live in der Sendung habe ich mir abzocken lassen von eBay. 340 Euro an irgendeinen Betrüger gezahlt und ich kam die Nachricht live hier an diesem Platz, dass ich gerade einem Betrug aufgesessen bin. Da könnte ich mir natürlich den Arsch beißen, aber ich sage, ich bin seit einigen Jahren dazu übergegangen, je älter ich werde, zu sagen, fuck it, das ist bringt ja nichts. Also bringt ja nichts, ich habe das überall gemeldet, da wird nie wieder was passieren, da wird nie was kommen. Und dann einfach weiter Mund abwischen und weiter, weil sonst geht noch mehr Schaden sozusagen auf meine Kappe. Ja. Aber Beharrlichkeit per se ist natürlich schon eine feine Sache. Er hat nur jetzt den Sinn des Lebens verloren, ne? Das kann natürlich sein. Obwohl, jetzt ist er auch 66, also vielleicht geht er jetzt einfach auch entspannt in Ruhestand und haut die 180 Euro auf den Kopf. Ja, glaube ich, eine Jahreskarte wahrscheinlich für die Bahn. Aber ein bisschen passend zahlen. Oder ist ganz leidisch auf das jetzt, na gut, 9-Euro-Ticket gibt es nicht mehr, aber naja. Nee, cooles Ding. Sag mal, so für dich, was ich immer mal einen Journalisten live hier in der Sendung fragen wollte, wir nehmen ja so diese Artikel und machen uns dann nicht über natürlich die Schreiberlinge lustig, manchmal auch über die Schreiberlinge, aber oft eher über die Geschichten. Aber wie ist das denn, so Geschichten sich immer wieder aus dem Hut zu zaubern? Ich meine, Geo ist ein Monatsmagazin, da hat man wahrscheinlich ein bisschen mehr Luft und kann ein bisschen auch mehr vorplanen, aber du musst ja am Ende des Tages die Geschichte dann rund kriegen, ne? Und musst dann auch irgendwie eine Story da haben und kannst du da uns mal so einen Einblick geben, wie das so im Alltag ist, wie das denn die Deadline näher rückt oder? Schrecklich ist es. Es ist echt schrecklich. Nein, also wie man auf Geschichten kommt, das ist einfach schwer zu sagen, weil das auf so unterschiedlichen Wegen geht. Ne? Man liest was, man trifft jemanden, man hört irgendwas oder aber man sitzt irgendwie zusammen und sagt irgendwie, jetzt zum Beispiel mache ich so ein Naturmagazin,
Und dann kann das sein, dass es irgendein Thema ist. Sind wir so ein bisschen saisonal, also jetzt machen wir ein Wintermagazin und dann sagt man, okay, letztes Jahr hatten wir schon irgendwas zum Thema Schnee und so weiter, aber irgendwie müssen wir Kälte ins Heft bringen. Was könnte man machen? Gletscher? So, dann ist erstmal das Thema da und dann muss man sich die Geschichte suchen. Ne? Also entweder trifft man irgendeinen Gletscherforscher oder manchmal einfach kalt geschrieben, man googelt rum, wie alle anderen auch, und, und versucht eine Geschichte daraus zu stricken. Ne? Aber ja, tatsächlich, also wenn heute, also heute habe ich zum Beispiel über den Eichelhäher gelesen, weil ich einen ganz kleinen Text über den Eichelhäher schreibe. Und das fand ich, also der Eichelhäher, also weil es geht da um eine Frage, das ist auch für ein Magazin, das ist immer eine Doppelseite und dann steht eine fette Frage da, dann gibt es eine Illustration von dem Tier und dann einen kleinen Erklärtext. Und da war so, also der Eichelhäher, ihr kennt den, ne, diesen Vogel, der ist halt mega schlau. Und da hatte ich dann so die Idee, okay, Eichelhäher sieht erstens cool aus, also als Tier schon mal macht er was her. Und dann irgendwie so über ein Phänomen zu schreiben, und zwar, dass der total viele Verstecke für Eicheln, deswegen der Name, im Winter anlegt oder im Herbst und sich eben diese Verstecke merken kann. Ne? Das ist total irre. Und da jetzt nur mal so ein Beispiel, ich bin immer noch nicht auf die genaue Zahl gekommen, weil ich das, das ist einfach verrückt. Ne? Die Quellen gehen halt so auseinander zwischen 3.000 und 30.000, und das finde ich einfach echt viel. Verstecke? Ja, also 3.000 ist gesichert, ne? Das ist total konservativ. Ich bin jetzt der Meinung, dass es zwischen 3.000 und 6.000 Verstecke sind, und 30.000 ist eine nordamerikanische Art, die super Eichel her. Genau. Aber make the Eichel her great again. Ich schweife ab, sorry, ich weiß gar nicht, ob das wirklich doch interessant ich ist. Ich finde das super interessant, weil guck mal, das wäre dann die Story, die wir hier, weil wir auch so Tierfreunde sind, bringen. Kannst du dir das vorstellen? So ein Vogel, der versteckt im Jahr 6.000 Orten seinen Wintervorrat und kann sich das alles noch merken. Ich weiß ja selbst nicht mehr im Haus, wo ich alles stehen habe. Ich bin mit den insgesamt gefühlten 20 Taschen meiner 5 Hosen irgendwie überfordert. Also das ist richtig. Das, ja, ja, richtig. Findest du da mit und das ist Eichel. Also eine super Herleitung, also oder ein super Hintergrund für die Geschichten, die bei uns dann als Konsumenten Endes hier auch in der Sendung verwurstet werden. Aber das ist eben auch, deswegen hatte ich es mal, jetzt kam mir spontan der Gedanke, aber das ist auch so, dass ich versuche wirklich dann der Sache auf den Grund zu gehen und merke, dass natürlich im Internet ohnehin, aber nicht nur dort, wahnsinnig viel ja voneinander abgeschrieben wird. Und dann findest du diese eine Zahl, irgendwie sage ich jetzt einfach mal 3.000, die findest du irgendwie in 90 von 100 Publikationen. Und in 10 sind es andere Zahlen. Und das kann total gut sein, dass eine andere Zahl richtig ist. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen auch, könnte man sagen, Korinthenkackerei, aber eigentlich nicht, weil ich habe das so oft festgestellt, dass einfach im Prinzip Mythen immer weiter tradiert werden, weil die griffig sind und ja, vielleicht auch Google das dann bedient. Ne? Also, ja, oder sich Sachen einfach halten, ohne dass es weiter überprüft wird. Ich würde in dem Zusammenhang jetzt mal spannend, fände ich es mal spannend, also wie man auch diese Zahl von 3.000 ermittelt. Also wird dann der Eichelhäher einfach ein komplettes Jahr das habe ich mich auch gefragt. Verfolgt, in Anführungsstrichen, von der Kamera, weil das ist oder wird das hochgerechnet, dass man sagt, man hat einen Tag und dann ist er halt, macht er 47 Verstecke und dann hat er so und so viele Tage, was weiß ich. Also es ist so, der Eichelhäher kann, der hat einen Kropf und der kann da 10 Eichel drin lagern. Respekt. Und noch eine im Schnabel. Und wir können, also 11, maximal 11. Ja, stell dir mal, du hättest 11 Frikadellen im Mund. So, und dann kann man halt wahrscheinlich, das ist eine Hochrechnung aus Beobachtungen. Ne? Okay. Also dann stellt man fest, okay, der arbeitet, das habe ich jetzt auch gelesen, in den 3 anstrengendsten Wochen, die im Oktober stattfinden.
arbeitet der Eichelherr 10 bis 11 Stunden und dann hat man wahrscheinlich irgendwie beobachtet, wie viel fliegt der hin und her, in Klammern, ich habe da auch 5 bis 8 Kilometer. Das sind übrigens echt mega weite Strecken, finde ich. Und dann vergräbt er halt die Eichel. Ne? Und dann hat man das gar nicht im Baum oder so. Ja, manche, also in Astgabeln, in Erdlöchern. Und das Krasse ist wirklich, finde ich auch, dass der sich im Prinzip fast alle Verstecke merken kann. Ne? Also selbst unter einer 40 Zentimeter hohen Schneedecke findet der eben noch die Eicheln. Weil das wäre auch so eine Frage, weil das habe ich mal über Eichhörnchen gelesen. Jetzt weiß ich nicht, ob es Mythos ist, weil ich habe es auch nur mal gelesen, dass die wohl tatsächlich einen Großteil ihrer Verstecke gar nicht mehr finden. Also, im Vergleich sind die so ein bisschen hohl. Ja. Also im Vergleich zum Eichhörnchen auf jeden Fall. Vielleicht hohl, aber glücklich. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Und vor allem kuscheliger noch. Ja. Ne? Wie ist denn das, wenn 100 Eichelherr dann insgesamt 300.000 Verstecke haben? Ob die, also meine These wäre jetzt, dass sie sich einfach überschneiden und der kommt halt so angeflogen, der ist, ach, wo war denn die Nuss? Und ach, hier ist sie ja. Das ist ja auch eine schöne Idee. Das habe ich übrigens witzigerweise eben auch spontan, ob die sich auch gegenseitig den Kram klauen aus irgendeiner Astgabel. Oder die Eichhörnchen. Oder die können sich finden ihr eigenes Ding, aber der Eichelherr, der hat schon. Ja. Genau. Nee, also tatsächlich machen sie das, aber die gucken sich, wenn die das Versteck andingen, die gucken sich um. Also die machen das heimlich. Die gucken genau, ob da ein anderer Eichelherr oder eine Elster oder irgendwie, ja, also das ist total krass. Ohnehin, Intelligenz von Vögeln ist völlig irre. Also weil die haben ja auch ein total kleines Gehirn, ne? Da gibt es auch irgendwie neuere Studien und so, also weil lange ein Rätsel war, das Gehirn ist eigentlich viel cooler, evolutionär viel cooler gepackt als das Säugetiergehirn, weil es kleiner ist und es gibt einfach auf, also die Neuronendichte ist höher. Und der Eichelherr ist eigentlich so intelligent wie ein Affe. Also das ist echt krass, ne? Oder zum Beispiel die ganzen Rabenvögel, also hier die Saatkrähen, Aaskrähen und so, die sind tatsächlich so intelligent wie Affen. Nicht wie Schimpansen, aber schon, die können auch genau, die können auch eine quasi auf einer Metaebene denken und ich weiß nicht mehr genau, wie man es nennt, aber sich quasi in den anderen reinversetzen und den halt anlügen. Dazu muss man sich ja erstmal in einen anderen reinversetzen, sonst kann man ja nicht. Ja, genau. Ja. Cool. Das ist echt krass. Ja. Krass. Ja, spannend. Also sowas finde ich ja tatsächlich spannend halt irgendwie. Ich denke ja auch, ich weiß nicht, also das wird ja auch dann je nachdem für welches, also ist wahrscheinlich ein Unterschied, ob man für die Bäckerblume oder für Geo dann irgendwie schreibt und dass dann auch da wahrscheinlich so ein Verifizierungsteam oder so dahinter steckt, die halt dann ganz viele die hauen einem Dinge auch nochmal checken und die einem auch wirklich ärgern können oder, wie soll ich sagen, Fragen stellen, die einem Probleme bereiten unter Umständen. Extrem, ja. Ja, klar. Also das ist bei uns die Dokumentation und also man muss es dann annotieren, also was man geschrieben hat und man tut sich selber keinen Gefallen, wenn man da irgendwie schlechte Quellen nimmt. Ne? Ja, glaube ich. Ja. Wie viel Zeit hast du dann für so einen, also richtig längeren Artikel, so einen Namensartikel oder so? Ein paar Wochen. Ja, okay. Also jetzt wenn Eichelherr ist wirklich winzig, ne? Also das schreibe ich jetzt eigentlich normalerweise, heute ging es nicht so gut, aber da brauche ich jetzt keinen ganzen Tag für eigentlich, ja. Ja. Na cool. Kommt auf die Quellenlage an. Ich muss nochmal, wie gesagt, gucken nach den Verstecken. Ich werde selber Beobachtungen anstellen hier im Park und hochrechnen. Ja, du hast doch jetzt zuletzt mehrfach so Waldwanderungen gemacht. Ich glaube, du hättest auch deine helle Freude an Hank Franks Schrödergarten gehabt, wo wir die letzte Folge aufgenommen haben, weil das war auch so ein Biotop fast. Ja, eine Waldführung mache ich, ja. Aber ich habe erst 2 gemacht, aber die haben beide total viel Spaß gemacht. Ja, aber du hast auch einen Waldführerschein, oder? Genau. Hast du mir das nicht letztens erzählt? Das ist ein richtiger, für einen Führer, der Leute durch den Wald führt. 3,5 Tonnen oder? Genau. Ein Holzlaster. Ein Waldführerschein. Das ist also quasi so ein Art Zertifikat, dass du quasi welche durch den Wald führen kannst. Das ist ja nicht geschützt, das kann ja jeder. Ja. Aber bislang, ich habe es eher dann, also jetzt das letztens vor anderthalb Wochen und das war dann anlässlich einer Promotion und eines 40. Geburtstags viel zusammen und dann habe ich das gemacht. War dann also im privaten Rahmen.
Ansonsten ist halt die Orga so ein bisschen was, was mich abschreckt, dann quasi das neben der Arbeit noch zu organisieren, weil man braucht dann eine Genehmigung, also du musst dann zum Forstamt oder du musst erstmal rausfinden, wem gehört der Wald und so. Also wenn du dann zum Beispiel auch das so professionell machst, dass du Kohle dafür verlangst. Ach so. Ne? Also privat ist es alles kein Problem, da kann man ja im Prinzip auch einfach in den Wald rein spazieren und so weiter, aber sobald das einen offiziellen Charakter hat, dann sind die ja schon Hürden in den Weg gelegt, bis hin zu Versicherungen, die man eigentlich auch abschließen muss, falls irgendwas passiert. Ne? Eine Astbruchversicherung. Ja, eine Wespenstichversicherung. Ja. Ich hab mal ein kleines Spiel mit euch vor, denn ich bin ja hier auch der Social Media Beauftragte, neben dem Prollo natürlich, der die Vermarktung in den sozialen Medien. Ich twittere wie ein Eichelherr. Ja, aber im Unterschied zu dir findet es niemand. Oder zu dem. Bin ich hier immer wieder für diese Trends zu haben. Mal sind die richtig ekelig und kacke, aber manchmal sind die ja auch ganz interessant. Und es gibt so einen neuen Trend, der Einwort-Tweets. Und das ist im Endeffekt, da hat selbst Joe Biden mitgemacht, im Endeffekt ja der Trend, dass du deine Rolle oder dein Leben oder dein Ich oder dein Selbstverständnis in einem Wort beschreibst. Und da wollte ich euch jetzt mal fragen, was wäre denn dieses eine Wort? Hätte ich euch vielleicht ein bisschen vorher mitgeben sollen. Aber wenn du jetzt so einen Tweet absetzen könntest mit einem Wort zu dir, wer bin ich und wieso und wenn ja, wie viele? Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Also ich bin ja eher so kein Freund der dramatischen Verkürzung. Andererseits finde ich auch zu viel Gelaber oder zu viel Geschreibsel auch irgendwie blöd. Also der Weg dazwischen ist es irgendwie. Und spontan. Ich sage spontan, bei mir ist es Tierliebe. Ja, das ist schön. Also ich gebe mal ein paar Beispiele, dann kommen die Kollegen, die nicht ganz so kreativ sind, vielleicht auch da drauf. Ich habe ehrlich gesagt mir auch noch keins ausgedacht, aber es kommt gleich. Die NASA hat Universe geschrieben oder die Washington Post hat News geschrieben. McDonald's hat Clown geschrieben. Da muss jeder an Ronald McDonald denken. Und Joe Biden, was glaubt ihr, was hat er geschrieben? Ein englisches Wort. Ganz wichtig momentan in den USA. Ist wirklich eine coole Botschaft. Mir hat es gefallen. Ich fand super, dass er es geschrieben hat. Ein Wort fängt mit D an. Okay, schwierig. Was ist denn gerade sozusagen im Feuer in den USA? Dickpics? Joe Biden twittert Dickpics? Why? Das wäre vielleicht hier. Nee, also ich dann gibt es ja. Neben dem Dickpic ist eigentlich ja nur oder noch Trump Democracy. Richtig, Democracy. Democracy. Okay. Ja. Democracy. Und es was lag mir auf die Zunge. Es lag mir auf der Zunge. Unfug. Unfug, das ist gut. Das finde ich, ist so eine Unfug, ist so ein sympathisches Wort, ja. Es ist nicht irgendwie so wie Scheiße bauen oder ist auch nicht so bieder, aber es war Unfug, ja. Ein bisschen positive Anarchie, ja, also quasi. Ne? Genau. Privatpogo. Ja. Ja, ich würde tatsächlich, also ich habe eben überlegt, also ob ich Humor nehme, das ist aber ein bisschen zu platt, also ich würde eher Heiterkeit nehmen, also das ist so ein bisschen abgemilderter, also positiver und hat allerdings Blick auch auf so einen schlagermäßigen Touch, ne? Das kann natürlich sein, Schlager ist jetzt tatsächlich gar nicht so meine Welt, muss ich gestehen, aber aber ich finde das tatsächlich, also ich versuche wirklich viele Dinge im Leben einfach mit einem heiter positiven, kann ich jetzt schwer begreifen, also so umschreiben, aber so mit so einem Blick zu sehen und irgendwie mich auch über die kleinen Dinge zu freuen und einfach versuchen, den Tag gut zu beginnen und gut zu beenden und auch wenn es dazwischendurch mal zäh wird. Ja. Deswegen, also. Ja, ich habe mir das nicht vorher überlegt und ich glaube, mein Wort ist auch jetzt einfach nur spontan geboren, aber Bier. Ich glaube, so ein Bier, ja, tatsächlich habe ich erst an Bier gedacht, aber das ist so aus aktuellem zusammengesetztes Wort, geht ja auch. Nee, ich glaube, was mich immer wieder begleitet und irgendwie, also als Wort schon fasziniert, ich weiß gar nicht, ob das mich so ideal beschreibt, aber was mich als Wort und als Medium fasziniert, ist einfach das Wort Kommunikation. Ich finde, das hat so viele Ebenen, weil du kannst halt nonverbal kommunizieren, du kannst verbal kommunizieren, du kannst durch so viele Sachen kommunizieren und selbst Pilze kommunizieren ja miteinander. Ja.
Und da können auch so viele Fehler gleichzeitig passieren, weil die fehlgeleitete Kommunikation ja auch ganze Kriege auslöst und weiß der Geier. Also das ist so wahrscheinlich so das Thema zumindest, was mich das ganze Leben schon irgendwie fesselt, die Kommunikation in all ihren Formen. Aber das habe ich mir gerade eben spontan ausgedacht und versuche es jetzt zu begründen. Aber das fand ich ganz interessant, so ein Trend, der eigentlich mal nicht super darum geht, Kinder in den Raum zu sperren und Horrorfilme zu zeigen oder Scheiße ins Klo zu kippen und das Klo mit irgendwelchen Spülmitteln voll zu, hatten wir alles schon hier, ne? Da rege ich mich regelmäßig drüber auf, aber das fand ich ganz nett. Ich weiß gar nicht, wie der Trend heißt, wahrscheinlich ein Wort-Tweet oder so. Können wir mal gucken. Prollo, du wirst das dann ja bei Twitter bei uns mit dem Hashtag Erfolg wirst du dann unseren Podcast da hypen, hoffe ich mal. Irgendwie sowas, ja. Mehr leidlich Mühe. So. Er twittert schon. Jetzt haben wir ja eben viel auch, würde man sagen, die Spannung hochgemacht mit der Beschreibung, die du hattest. Und das Thema bietet sich ja eigentlich auch an als Ein-Wort-Tweet. Willst du direkt damit einsteigen? Oder mit dem ein Wort? Das ein Wort, was sozusagen das dein Thema ist, genau, was du was heute hier vorbereitet hast. Was ich mitgebracht habe. Ich habe mal was vorbereitet. Genau, ich habe mir was angelesen. Ne? und zwar, ich sag mal, Hashtag Parasiten. Ah, das war's. Ich hatte ja bei der Beschreibung, hatte ich ganz kurz gedacht, meinst du Penis? Ja. Aber das... Hätte vielleicht auch gepasst. Eine schöne Alliteration. Also, aber die Frage ist, haben Parasiten Penisse? Genau. Das ist eine Frage an euch. Ich bin Parasit, das ist so tief drin. Es kommt auf den Parasiten an. Ich wollte gerade sagen, es gibt wahrscheinlich beide, oder? Es gibt wahrscheinlich Parasiten, können ja wahrscheinlich alle Geschlechter haben. Es gibt wahrscheinlich sowohl, und es gibt auch Penisse mit Parasiten, gibt es auch. Also genau, die Frage ist eher, haben Penisse Parasiten? Vermutlich häufig geben und nehmen. Sorry, aber ich wollte das nicht. Nein, wir schaffen es immer wieder. Nein, es ist auch gar nicht lächerlich. Es ist Bier ernst. Apropos Bier, das war jetzt sehr gut. Genau, weil ich bin ganz dezente Überleitung. Das ist mir auch schon ein bisschen peinlich. Bin ich der Schnellste? Nein, ich bin auch schon leer. Nein. Gut. Ich mach das mal auf hier, ist das gut? Ja. Sag auch mal den Namen, das ist so ein schöner, seltener Name. Ja, das ist jetzt also ein Fischer Blonde, das habe ich aus Frankreich, also wie der Name sagt, Fischer ist ein alter französischer Name irgendwie, altes französisches Biergeschlecht. Es ist, glaube ich, aus dem Elsass. Ich glaube, es ist aus dem Elsass, genau. Das, und ich glaube, wir hatten es auch schon mal. Ich hatte schon mal die Ombre-Variante. Unserem Sommer, letztes Sommer 2021, wo wir den Prollo und mich zumindest. Und wir beide hatten, glaube ich, Rauchvergiftung und lagen dann noch im Benanza Home. Das war herrlich. Und ich habe mir morgens Sorgen gemacht, der Prollo wäre gestorben, weil ich ihm schlecht geträumt habe. Ich habe so Kopfschmerzen, die ganze Zeit den Grill da. Du musst dazu sagen, der Sommer ist eine alte Frostbeule und der hat uns da komplett mit so halb nassem Holz ausgeräuchert. Hauptsache, er friert nicht. Und der Prollo und ich saßen voll im Zug und haben dann hinterher auch in diesem verqualmten Haus gepennt, der Ponderosa. Und morgens er auf dem Sofa gecrashed und morgens um 6 oder so kriege ich ein schlechtes Gewissen. Na, scheiße, guck mal nach, ey. Nicht, dass der da kollabiert ist oder so. Ich habe dann so gegoogelt, Rauchvergiftung und das der heimliche, schleichende Tod. Du hast da rumgelegen und gegoogelt, anstatt mal zu gucken? Was ist denn das? Ja. Nein, ich habe erst gegoogelt und habe dann Sorgen gekriegt, gemacht. Nein, das ist und bin dann da runter und dann warst du nicht mehr da. Das machen wir mit den Kindern, wenn das Blut spritzt, erstmal googeln. Nein, aber das ist erstmal vorbereitet sein. Wenn im Flugzeug, wenn Druckverlust ist, nicht dem anderen die Maske aufsetzen, erstmal selber. Vielleicht nur der helfen kann, kann auch helfen. Genau, es hätte ja auch sein können, dass man davon durchdreht und ich da mit der Machete im Wohnzimmer stehe. Ja, wer weiß. Mit einem Schwert nach Polen. Warum, René? Ja. Auf Prost. Auf das Fischer. Auf die Fischers. Fischer Blonde. Was wir jetzt auch stilecht aus Lef Blonde Gläsern trinken. Aber wir schweifen ab. Also, wir waren bei wirklich köstlich. Parasiten. Es ist köstlich. Schön. Ja. Parasiten, genau. Warum habe ich das mitgebracht? Weil du Pilze nicht wolltest. und zwar finde ich Parasiten eigentlich ziemlich cool, denn es gibt erstens ganz abgefahrene Geschichten darüber zu erzählen. Zweitens ist das ein Thema, was
oft überhaupt nicht beachtet wird. Also ganz wenige wissen im Prinzip, was Parasiten sind und wie viel die vorkommen und wo die überall zu finden sind. Und ich finde es dann in einem größeren Zusammenhang, also sozusagen in einem, im Ökosystemzusammenhang eigentlich auch total interessant, ne? Ich meine, ich kann ja mal fragen, was für Parasiten kennt ihr denn? Die lausige Ostverwandtschaft. Ja. Also ich sage mal, der klassische ist, glaube ich, so ein Parasit ist, also ich kenne es jetzt aus dem Tierreich, das sind so, wobei das, glaube ich, nicht richtige Parasiten sind, das sind so diese Putzerfische, also die so dranhängen, das sind das Parasiten, also die von anderen Leben. Oder so ein Blutegel oder sowas, also Blutegel, Mücken. Also Blutegel ist sehr gut, Mücken auch. Ich hatte nämlich hier eben gerade, da flog schon was vorbei. Ein Fruchtfliegen. Das sind Fruchtfliegen. Das sind Fruchtfliegen. Ah, ja, okay, aber wir haben da noch Obst und Müll nicht rausgebracht. Der Beef, der hat dann noch altes Fleisch in der Ecke. Ja, ein Omen ist Omen, ne? Also. Ja. Aber das war eigentlich schon genau richtig, die Definition. Also die von anderen leben, ne? Also die sozusagen sich von der Energie von anderen ernähren. Aber man hat ja so klassischerweise, sag ich es mal, Fleischfresser und dann hat man Pflanzenfresser und dann hat man die Pflanzen, die irgendwie Photosynthese betreiben und im Prinzip niemanden fressen, sondern selber Energie, also aus Sonnenlicht eben die Energie herstellen oder die umwandeln. Und das ist so, dass man oftmals denkt, irgendwie auch jetzt in Tierfilmen und so weiter, also die größeren Tiere, die fressen die kleinen oder die schwächeren, ne? Und bei den Parasiten ist es eben oftmals so, dass es eigentlich winzige Viecher sind, die sich eben von anderen ernähren. Und was ich halt so krass finde, ist, dass man schätzt, dass ungefähr 40% aller Tierarten zumindest in bestimmten Phasen ihres Lebens parasitisch leben. Das ist ja riesig. Riesig. Ne? Und was ich so geil finde, ist, Parasit ist ja eigentlich ein total negativ behaftetes Wort. Aber eigentlich ist es eher in vielen Fällen so eine symbiotische Beziehung, weil ich muss immer an die Haie denken, denen diese kleinen Fische um die Zähne da rumschwirren und die das dann da so denen quasi die Zähne putzen, indem sie den Scheiß, den Zahnbelag darunter fressen. Ja. Da habe ich als Kind immer gedacht, der muss doch nur einmal Schnapp machen oder hat er da direkt irgendwie so eine kleine Zwischenmahlzeit. Macht er aber nicht, weil auch das große Tier, von dem sozusagen gelebt wird, ja einen Nutzen daraus zieht, dass aber das kleine Tier vielleicht parasitisch an ihm rumfuhrwerkt. Da muss ich sagen, also das ist kein Parasitismus, ne? Also das, ja, leider. Wollte ich gerade schön reden. Ja, ja. Das wäre dann eher eine Symbiose. Ne? Ah, also okay, auch wie so ein Putzerfisch. Also die Parasiten und die Schweine. Wenn es für beide gut ist, dann ist es eine Symbiose. Okay. Der Parasit schadet. Okay. Also der schadet. Also die Mücke. Die Mücke ist die eigentlich Mücke, so der, das genau, Kacktier Mücke, des Jahrhunderts. Genau. Mücken, Zecken, Bremsen, Milben. Mhm. Es gibt total viele. Und was ich halt interessant finde, ist, dass es ganz viele so, die Parasiten, die wir kennen, das sind eher die auf uns drauf sind. Wir sind ja auch relativ hygienisch. Also man hat vielleicht mal als Kind noch Würmer oder so gehabt, ne? Aber es gibt eben unglaublich viele Parasiten, die auch in Tieren oder eben in Menschen leben. Und aus Sicht von einem Parasiten muss man sich das so vorstellen, dass ein Tier oder eben eine Pflanze ein Lebensraum ist. Also im Prinzip ist jedes Tier ein total komplexer Lebensraum. Das heißt, eine Blattlaus ist auch ein Parasit. Ja, eine Blattlaus wäre auch ein Parasit, genau. Es gibt auch pflanzliche Parasiten, ne? Also mal nur die Mistel kennt man, ne? Also die hockt ja da auf Bäumen und saugt dann den Pflanzensaft. Oder dieses Schlingkraut, was du ständig im Garten hast, was sich um alles drum schlingelt. Ich weiß nicht, 1000 Wurz oder irgendwie so. Das ist ganz fieses Zeug. Das erwürgt quasi immer die anderen Pflanzen. Ja, oder genau, Würgefeige zum Beispiel, ne, gibt es irgendwie in den Tropen. Oder es gibt auch so Orchideen, die gar keine Photosynthese betreiben. Die sind ganz bleich, also weiß eigentlich. Und die parasitieren an Pilzen, die eben in der Erde leben. Und auf jeden Fall hat man nur mal als eine kleine Hausnummer, jedes Körperteil von einem Tier kann für einen Parasiten
genau die Nische darstellen, die er braucht. Also es gibt Parasiten, die sind, das ist das Spannende daran, die sind total spezialisiert. Es gibt Parasiten, die sind spezialisiert auf die Achillessehne von Hirschen oder auf den Kiefer von bestimmten Krabben oder auf die Blase von einer Kröte. Also, und wir haben ja, ich glaube zumindest, wollte ich nochmal nachgucken, wir haben ja auch zum Beispiel so Parasiten in den Augenbrauen, ne? Ganz, also so Milben, ganz kleine, ist ein bisschen widerlich, aber hat, glaube ich, fast jeder. Wo wolltest du nachgucken, im Buch oder in deinen Augenbrauen? Ja. Oder in den Augenbrauen der mit klassische Lupe. Floh. Ja, oder der Floh, genau, ne? Aber gibt es denn auch eine biologische Erklärung? Also eigentlich stelle ich mir immer so vor, die Welt, die ist ein in sich stimmiger Organismus, Gesamtorganismus. Mhm. Also das hat alles ja irgendwo seinen Zweck. Und so bin ich auch erzogen worden, hau hier nicht die Fliegen kaputt und so. Die haben alle ihre Funktionen. Ja. Aber so wie du das jetzt darstellst, kann man ja meinen, dass es die eigentlich nicht braucht. Also wozu brauchst du die Mücke, wozu brauchst du die anderen Parasiten? Was ist deren Mehrwert für den Gesamtorganismus, also, außer dass sie vielleicht Futter für andere Tiere wiederum darstellen? Bei der Mücke wäre es jetzt, glaube ich, noch relativ einfach. Das ist ein Vogelfutter oder das Fledermausfutter. Bei Zecken frage ich mich das wirklich auch manchmal. Ne? Ja. Wo ich denke, die sind so ätzend irgendwie, diese Dinger. Aber die werden halt auch gefressen. Und, also das ist natürlich immer der eine Mehrwert. Also dass Parasiten Futter sind. Es gibt auch nicht wenige Parasiten, die von anderen Parasiten parasitiert werden. Das nennt man dann Hyperparasitismus. So. Also es gibt zum Beispiel so Schlupfwespen, die stechen punktgenau in eine Raupe, legen da ein Ei und da schlüpft eine Larve draus und die frisst nach und nach die Raupe von innen auf und verpuppt sich dann und da kommt eine Riesenwespe. Da gab es doch irgendwie auch diesen Pilz, der so in Ameisenhirne sich die Ameise dreht. Ja, die Ameise. Vielleicht bringt das damit, die Ameise dreht durch und verschleppt dann diesen Pilz in ihr Nest und dann geht der Pilz steil. Also das heißt auch Pflanzen, also meinst du jetzt Pilz, also ein Pilz oder also auch Pflanzen können auf Tiere parasitieren. Ja, gut, genau. Pilze wären noch mal eine eigene Kategorie. Pilze sind, ich muss leider klug scheißen, es tut mir leid, aber Pilze sind halt näher mit Tieren verwandt als mit Pflanzen. Ne? Was? Also insofern. Ja, was? Ehrlich jetzt? Ja. Sag, das war eine Und jetzt sag auch, Erdbeeren seien Nüsse. Dann flippe ich hier aus. Ich habe im Studium gelernt. Sammelnussfrüchte, ja. Das heißt, wenn ich mich jetzt doch vegan ernähren möchte, muss ich die Champignons auch streichen. Ja? Das heißt, wenn du vegetarisch musst, du die Champignons aber ganz kurz nochmal zu dieser, zu der Raupe. Also, eine Schlupfwespe sticht rein, legt ein Ei, da schlüpft eine Larve, frisst die Raupe von innen auf und deswegen meine ich, es gibt Hyperparasitismus, es gibt dann andere Insekten, die stechen in die Raupe, in der die Larve ist und stechen in die Larve in der Raupe. In die Larve von der Wespe, sozusagen. Also sozusagen parasitieren da, Und da gibt es auch dieses Kinderbuch, die kleine Raupe Hyperparasit. genau. Irgendwie sowas. Aber satt war sie noch immer nicht. Und was ich zum Beispiel, das hat mich im Studium halt irgendwie fasziniert, auch wenn es ewig her ist, aber da, und zwar eine Geschichte quasi, die auf unseren Weiden stattfindet. Ein Lebenszyklus eines Parasiten und der steht stellvertretend auch für im Prinzip ganz, ganz viele andere. Und zwar die Parasiten, die, sagen wir mal, wie eine Zecke oder eine Mücke von außen kommen, nennt man auch Ektoparasiten, die haben eigentlich kein großes Problem. Also die saugen Blut, fliegen weg, verpaaren sich, legen irgendwo Eier und so weiter und dann die Jungen gehen wieder irgendwie an die menschlichen Gefäße ran. Ne? Schwieriger ist es, wenn man sich überlegt, ein Parasit, der im Inneren von einem Tier parasitiert, der muss ja irgendwann rauskommen oder zumindest die Nachkommen. Und wie sollen die dann wieder in ein neues Tier reinkommen? Und da haben sich im Lauf der Evolution, finde ich, vollkommen verrückte sogenannte Lebenszyklen entwickelt. Und einen, ich kann ein paar nennen, aber ich will mal einen sagen, der, wie gesagt, hier in Deutschland auch stattfindet. Und das ist der kleine Leberegel. Das ist quasi so eine Art Saugwurm. Leberegel. Der Leberegel, der lebt in den Gallengängen von Schafen. So, und da ist quasi das erwachsene Tier. Das ist irgendwie so Daumen groß oder so. Und der produziert halt ganz viele Eier. Die werden dann, wie sollen die rauskommen? Über den Darm mit der Scheiße kommen die halt dann eben auf die Weide.
Und dann kriechen aber über den Schafkot kriechen Schnecken und die fressen unter anderem diese Eier mit auf, also mehr oder weniger zufällig. Und in der Schnecke entwickeln sich daraus Larven, die kriechen vom Leberegel. Vom Leberegel. Die kriechen unter anderem in die Atemhöhle der Schnecke und führen da zu einer Reizung. Und die Schnecke muss ein bisschen husten und sozusagen, ja, also im übertragenen Sinne, und hustet, sag ich mal, so Schleimballen aus, die relativ süßlich sind. Da sind dann schon Parasitenlarven drin, und zwar erst immer noch vom Leberegel? Vom Leberegel, genau, ja. So im ersten Stadium oder so. Und dadurch, dass das süß ist, finden das Ameisen nicht schlecht, diesen Schneckenschleim, fressen den Schneckenschleim. Dadurch kommen dann die Parasiten in die Ameisen rein, entwickeln sich da weiter, kommen zum nächsten Stadium. Und dann gibt es eine Larve in der Ameise, die kriecht ins Gehirn der Ameise, wird auch der Hirnwurm genannt. Und die führt zu einer Verhaltensänderung der Ameise, die eigentlich verhält sie sich komplett normal, außer sie geht spät nachmittags oder abends nicht mehr in ihr Nest, sondern kriecht auf einen Grashalm hoch oben, verbeißt sich in der Spitze, kriegt da einen Kieferkrampf. Wenn nichts passiert, dann wacht sie morgens halt wieder auf und führt das Leben einer normalen Ameise. Es sei denn, ein Schaf kommt morgens vorbei und weidet diesen Grashalm ab. Geil. Das hast du dir doch gerade ausgedacht. Das ist spooky. Das ist so abgefahren, finde ich. Das ist quasi so ein dreiphasiger Lebenszyklus. Ne? Also muss man sich überlegen, Schaf, wie kommt man raus? Über den Kot, dann Po. Schnecke. Okay, gut. Und dann Ameise und dann Verhaltensänderung. Das ist wirklich irre. Ne? Also das könnten eigentlich... Aber was hat jetzt der Parasit davon, wenn er sozusagen im Ameisenhirn... Also ist sozusagen die Theorie oder die Strategie dahinter, dass der Parasit weiß, die Schafe müssen was zu fressen haben? Ja. Oder ist das im Endeffekt ein Zyklus, dass der Parasit dafür sorgt, dass er in andere Schafe reinkommt? Also dadurch, dass der ein Schaf dann diesen Grashalm frisst mit der infizierten Schnecke, wächst wieder so ein Gallenwurm oder wie auch immer. Da wächst dann der Leberegel. Also das heißt, das ist seine sehr perfide Art der Fortpflanzung eigentlich. Genau. Von einem Schaf in das andere Schaf. Ja, also wenn die Schafe, muss man wenn die Schafe ihre Scheiße selber fressen würden, dann wäre es gar kein Problem. Das wäre einfach. Nee, aber das machen die halt nicht. Genau, das wäre doof. Es gibt aber auch solche Lebenszyklen, aber das wäre kein Problem. Nur da Schafe das nicht tun, muss man sich irgendwas anderes ausdenken. Ja. Also im übertragenen Sinne. Und da gibt es verschiedene. Ne? Nur mal ganz, ganz kurz. Es gibt zum Beispiel in Kalifornien auch so eine Art Wurm, auch ein Saugwurm, der lebt im Darm von Wasservögeln. Auch da wieder Eier, die Wasservögel scheißen. Das wird auch wieder von Schnecken. Schnecken sind oft Zwischenwirte bei Parasiten. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Aber wird auch von der Schnecke gefressen. Da kommen dann wieder Larven aus der Schnecke raus und bohren sich in die Kiemen von Fische. Und die führen zu auch einer Verhaltensänderung. Und zwar senken die den Serotoninspiegel der Fische. Und das wiederum führt dazu, also ein Serotoninspiegel kennen wir, ja, wir Menschen haben ja auch Serotonin, ist ja im Prinzip so eine Art Glückshormon. Und bei den Fischen ist das ähnlich, das beruhigt die Fische, wenn der Serotoninspiegel hoch ist. Der wird aber runtergedreht durch die Parasiten und dadurch werden die total aufgeregt. Normalerweise sind die Fische irgendwie so ganz ruhig und gechillt am Boden. Und durch den erniedrigten Serotoninspiegel flitzen die an der Oberfläche an der Wasseroberfläche und werden dadurch viel, viel häufiger, ich glaube 30 Mal häufiger oder so, von Wasservögeln gefressen. Und damit ist der Parasit wieder ein Wasservogel. Also das heißt, der Fisch ist irgendwie, plötzlich wird er depressiv und lässt sich fressen. Ja, das ist ja für den Fisch extrem scheiße, oder? Ja, das ist super scheiße. Das ist quasi ein Antidepressivum. Also der Parasit wirkt als Antidepressivum. Ja. Also eigentlich als Depressivum. Ja, Depressivum, genau. Meine Güte, also das finde ich super spannend, wie clever das ist. Und ich wollte eigentlich,
Ich hatte dich ja deswegen ermutigt, über Parasiten zu sprechen, weil ich meine steile Theorie hier mal wieder zum Besten geben wollte, die aber jetzt an und für sich sehr schwer ist, weil es doch in eine ganz andere Richtung ging. Ich habe ja diese Strategie, dass ich glaube oder einfach mal behaupte, dass die Welt, wir denken mal, die Menschen beherrschen die Welt, aber ich glaube, oder es könnte sein, der Gedanke gefällt mir, dass die Bakterien die Welt beherrschen und durch irgendwie eine Schwarmintelligenz im Endeffekt auch jederzeit das Ruder rumreißen könnten. Und quasi, sie schaffen es ja, Seen zum Umkippen zu lassen, sie schaffen es, du kannst an Bakterien, könnte ich kalt machen, ne? Der stärkste Mensch krepiert, wenn die Bakterien sich entscheiden, sozusagen völlig durchzudrehen in deinem Körper. Auch dieses Kinderbuch, Karies und Baktus ergreifen die Weltherrschaft. Ja, so ungefähr, in diese Richtung. Und das habe ich schon ein paar Mal an verschiedenen Stellen, diese Theorie, diese sehr allgemein, ich bin ja kein Biologe, allgemein formulierte, den Gedankenanstoß losgelassen und habe da schon viele Leute mit irgendwie, die ja Wochen später kamen, so, boah, da muss ich die ganze Zeit drüber nachdenken. Und das geht jetzt, das bestätigt zumindest so ein bisschen, dass das möglich ist, dass also so Parasiten, die ja jetzt erstmal nur irgendwo so drin leben, dass die halt eine gewisse übergeordnete Intelligenz haben und das System komplett für sich ausnutzen können, ne? Und wie gesagt, der Bogen ist jetzt ein bisschen schwerer zu spannen, als ich es vorhatte, aber ich finde es immer wieder faszinierend. Eigentlich kann die Natur uns komplett fertig machen, wenn sie will. Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Also ich würde halt ein bisschen davon absehen, dass das sozusagen, also jetzt, dass das eine Intelligenz ist, die mit unserer Intelligenz oder das, was wir als Intelligenz bezeichnen, irgendwie vergleichbar ist. Aber natürlich, wenn man das weiter definiert, dann ist das hochintelligent, ist ja klar, ne? Also Evolution ist Selektion, ist quasi immer sozusagen das Ausmerzen, was nicht funktioniert. Und ich wollte gerade sagen, so das könnten einige, sage ich mal, Evangelikale zum Beispiel auch als Beispiel dafür nehmen, dass das sich nicht evolutionär entwickelt haben kann, sowas Komplexes. Ne? Würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen, weil wie soll das funktionieren? So etwas Komplexes. Also wie soll man sich da quasi iterativ annähern? Vielleicht sind also, die apokalyptischen Reiter auch irgendwie so ein Arschkrebs. Der Ja, apropos, sorry, im Gegenteil, der Sammer hat uns, hat mir gerade sein One-Word-Tweet geschickt mit dem Wort neugierig. Insofern, glaube ich, haben wir heute unseren fleißigsten Hörer definitiv sozusagen gewonnen. Hört der live mit? Ja, sicher, der sitzt ja am Fenster, hast du nicht gesehen? Da mit seinem. Nee, also Grüße an Sammer, wir vermissen dich sehr. Neugierig. Und ich möchte auch. Der Ben hat so leichtfertig gesagt, wer könnte hier, ich weiß nicht, wie deine Worte waren, den Sammer ebenbürtig ersetzen. Ich denke, den Sammer kann man nicht ersetzen. Ja, also, wobei mit dem Monolog bist du schon nah dran. Also Grüße an den neugierigen Sammer und weiter. Also ich fand das, oh shit, Tomat, ich fand das ziemlich geil. Und wollte jetzt eigentlich zur Feier des Tages ein kleines Bier auch aus Belgien öffnen und flute. Ich dachte, die Flasche sei transparent. Sorry. Nee, das ist nicht der Inhalt. Also das ist sozusagen auf Tonkrug gemacht, die Flasche. Und ich flute den Tisch. Echte Kenner kennen es. Delirium Tremens. Ein sehr beliebtes Mitbringsel. Oh, danke schön. Aus Belgien. Und ganz zufällig ist ein rosa Elefant auf dem Cover. Nein. Also ihr könnt es ja gerne mal beschreiben. Strong Beer. Ja, der Elefant ist aber auch sehr neugierig, würde ich mal sagen. Der grast so ein bisschen, also guckt so ein bisschen, ne, was habe ich denn da? Und er macht so von der Körperhaltung her, ist es ungefähr so, wie wenn Liz Truss knickst. Es ist so ein bisschen. ja, absolut. Stimmt. Also es sieht so ein bisschen. Irgendwie. Hat aber auch mit dem Rüssel auch so was Ameisenbäriges. Das stimmt. Mhm. Aber es ist ein süßer kleiner Baby-Elefant, Delirium Tremens Strong Blond Bier. Also wir sind heute die ganze Zeit beim Blond Bier. Ja, der Elefant schlürft nämlich irgendwelche Ameisen auf, die dann so einen Pilz drin haben und deswegen. Also, heißt das auch Pilz? Das hat direkt 8,5 Umdrehungen. Mhm. Mhm. Aber ich habe deswegen nur eine Flasche dann auch mitgebracht. Auch für unsere Gäste, bitte. Ja. Ja, also Moment. Keine Hektik, alles in Ruhe.
Der hat ja so viel geredet, der kam gar nicht zum Trinken. Der arme Kerl. Nee, das tut mir wirklich leid. Ich bin eigentlich ein sehr schüchternes Wesen und rede sehr wenig. Das stimmt nicht. Also vielleicht... Ich habe schon ein paar Mal mit dem Herrn Reinier im Garten gesessen und habe jedes Mal gedacht, der Typ muss in den Podcast, weil du einfach, ich finde, sehr schön und sehr interessant erzählen kannst und eben auch eine gewisse Grundkompetenz für diese Themen mitbringst, die wir dir jetzt alle nicht streitig machen. Hör mal, wer, ja. Du kannst uns auch erzählen, du könntest uns erzählen, so ein Parasit wird beim Schaf aus dem Arsch geschissen und landet im Gehirn von der Ameise. Wir würden es glauben. Ja, wir würden es glauben. Über den Umweg einer Schnecke. Über den Hustenschleim einer Schnecke. Könntest du uns erzählen, wir würden es glauben. Ich wollte die schöne heimelige Stimmung gerade in der toten Möwe kaputt machen, aber da bist du mir nicht zuvor gekommen. Ich kenne das sonst nur mit, hörst du die Regenwürmer husten? Ja. Und Schnecken kenne ich das gar nicht. Nee. Hörst du wie Schnecken niesen. Sind die dicken Würmer. Also. Also, die Möwen, genau, die hast du ja auch noch angeteasert. Ja, genau, ich lese euch einfach die Überschrift vor. Da gibt es im Grunde nichts hinzuzufügen. Von web.de, also Qualitätsmedium, Sondergleichen, Hamburg. Mann schlägt mit toter Möwe auf Frau ein und entblößt Geschlechtsteil. Von der Möwe oder von sich selbst? Ja, nee, von sich selbst in dem Fall. Wenig überraschend wurde er vorläufig festgenommen. Und tatsächlich, ein 41-jähriger Hamburger oder in Hamburg hat eine Spaziergängerin angegriffen. Und die 31-jährige Frau habe dann die Polizei gerufen, weil der Mann sie und zwei andere Frauen während ihres Hundespaziergangs am Öjendorfer See beleidigt und sein Geschlechtsteil entblößt habe. Und offenbar aus Wut über diesen Anruf bei der Polizei habe er mit dem toten Vogel auf sie eingeschlagen. Woher der Mann das Tier hatte, blieb zunächst unklar. Und ich glaube, das bleibt für immer unklar, würde ich mal behaupten. So, dann kamen die Streifenwagen. Es ist nämlich noch nicht zu Ende, auch wenn man das meint, ja. Der Mann ist dann also ins Wasser gesprungen und zwei Beamte mit einem Boot zu ihm hin und er weigerte sich, diesen See selbstständig zu verlassen. Und das bringt ihm jetzt einen Besuch beim Amtsarzt ein. Kennst du nicht die berühmte Band, die Amtsärzte? Die Amtsärzte. Mit, ja. Aus Hamburg. Aus Hamburg. Ja. Ja, und also, hat er gesagt, sie haben eine Möwe oder was? Ja, sie haben eine Möwe. Genau, das war's. Also, da gibt es nichts hinzuzufügen. So, wahrscheinlich, ja, was ich würde nicht sagen, klappt so. Was ist denn mit dieser Fliege hier? Die ist also mich als abgestürzt. Biologe interessiert natürlich, was für eine Möwenart war es? Ja? Eine tote. Eine tote Möwenart. Ja. Wie viel gibt es denn? So, okay. Pi mal Daumen. Ich weiß nicht. Ich schätze mal, in Deutschland 12. Ja. Also, weiß das wäre jetzt meine graue, Anschätzung. Weiße und dunkelgrau. Silbermöwe, Mantelmöwe, Lachmöwe. Es war die Lachmöwe. Es war die Lachmöwe. Ja, es war die Lachmöwe. Ja. Ja, und der hat auf die Frauen mit der Möwe eingedroschen und die Polizei und die haben sie dann nur aus dem Wasser gekriegt. Ich habe den Zettel schon wieder weggelegt, das war's. Also, da das ist eine schöne es Meldung. Es gibt keine sinnvolle Erklärung. Es ist eine schöne Meldung. Ich würde auch sagen, es ist eine runde Geschichte. Ja. Die Seite ist voll, der Praktikant kann nach Hause gehen, alles ist erledigt. Ich möchte aber gerade unserem Biologen nochmal widersprechen. Also das kann in dem Fall keine Lachmöwe gewesen sein, das war wohl eine Schlachmöwe. Wow. Ja. Okay, so, jetzt einmal für Herrn Sammer, nur dass er merkt, dass wir auch wirklich an ihn denken, volle Aufmerksamkeit bitte auf dieses schöne Geräusch, was echte Insider dieses Podcasts schon kennen. Nach circa einer Stunde zünden wir die Sirene, was nicht heißt, dass wir jetzt aufhören zu reden, aber wir tun so, als ob wir ein bisschen Housekeeping machen und ich muss ja an der Stelle dann auch tatsächlich endlich mal meinen Cliffhanger auflösen, wenn ich darf. Und dann habe ich auch gesehen, dass Herr Beef Rogers auch noch was richtig Geiles in petto hat. Was mit Tieren? Ja. Was mit Tieren? Das hast du ja auch angekündigt. Nee, du hattest die Beharrlichkeit und Tiere. Tiere kamen noch nicht. Nee. Aber die Beharrlichkeit. Bei mir gibt es beides nicht, aber Schach. Ach stimmt, das war das. Schach gibt es. Sextoys. Ich habe
Wir sind jetzt ein bisschen hinter der Zeit, ne? Wir haben ja diesen Aufnahmetermin verschoben und das ist auch ganz gut so, weil wir wollten eigentlich vor einer Woche aufnehmen und ich hatte nix und dann stieß ich auf diesen Artikel. Das ruft doch nach einer Doppelfolge. Wilde Vorwürfe, Sensation dank Sextoys. 19-Jähriger soll Schachstar mit Analperlen besiegt haben. Wie geht das denn? Fragt man sich. Also der Schachstar. Ich frage mich schon mal so ungefähr, was Analperlen sind. Ja, ja, okay, also, da kommt man. Das ist genau das, wonach Analperlen, sich's anhört. Ja, es gibt alles. Also, okay. Aber der Schachstar ist Schachweltmeister Magnus Carlsen. Oh, ein das echtes Genie. Könnte auch ein Pornostar sein. Nein, das ist ein Schach, das ist der Schachweltmeister. Ja, also der ist ein richtig guter. Ich meine so vom Namen her, Magnus Carlsen. Gut, sorry für den Einwurf. Magnus Carlsen ist der größte Superstar im Schach, seit 2013 Weltmeister und hat schon einiges erlebt in seiner Karriere. Vorzeitig aus einem Turnier zurückgezogen hat sich der Norweger aber noch nie, bis letzten Sonntag. Letzten Sonntag war, von wann ist der Artikel? Vom 9. September, also letzte Woche tatsächlich. Und er hat gespielt gegen den 19-jährigen Schach-Shootingstar Hans Niemann. Klingt vielleicht auch wie so ein Pornostar, man weiß es nicht. Auf jeden Fall klingt er nicht wie ein Amerikaner. Hans Niemann sieht so aus. Man könnte fast meinen, er hat die Analperlen noch drin. Also so schief, wie er da sitzt auf dem Bild. Also liebe Hörerinnen und Hörer, schaut euch die Shownotes im Mund, an. Im Mund hat er sie. Im Mund hat er sie vielleicht genau. auch. Aber wie gewinnt man halt mit so Sexspielzeug eigentlich gegen den Schachweltmeister? Und wieso ist der beleidigt? Also, der hat gegen den gespielt und er hat den fertig gemacht. Er hat den einfach abserviert im Schach, was schon mal eine kleine Sensation ist, weil das war so ein Newcomer, kein ganz schlechter, aber der ist eigentlich unterlegen gewesen. Und die Theorie, die es jetzt gibt, weil der Typ schon mehrfach wohl auch betrogen hat früher, dass er sich Analperlen in den Hintern geschoben hat. Und zwar gibt es, das weiß ich selber, obwohl ich es nicht habe, es gibt so funkfernsteuerbare Sexspielzeug. Weil du es nicht auch selber hast, weißt du ja, das? Du kannst das bei einer Frau, ich weiß ja. nicht mehr, wie es heißt, aber du kannst theoretisch einer Frau sowas schenken und dann über die App kannst du das dann steuern? Kannst du ihr sagen, dass du an sie denkst, sozusagen? Ja, du kannst ihr im Endeffekt sagen, hier, meine Liebste, trag das doch. Und dann kannst du so auf so einer Skala, ich habe mir das mal erklären lassen, kannst du dann so im Endeffekt die Intensität der Vibrationen einstellen und so weiter. Und sowas gibt es wohl auch als Analkette. Das ist ein bisschen wie so ein Smart Home, wenn du die Heizung von dem Handy einstellst, ja, genau. von außerhalb. Genau, nur dass du halt den Climax deiner Partnerin stimulierst. Nur, dass du die Heizung im Winter nicht mehr leisten genau, kannst. Und aber entscheidend ist, bei beidem bist du nicht dabei. Ja. Das ist der wesentliche Punkt. Ja. Oh, warte, ich krieg gerade einen Anruf. Ich mal gerade hinsetzen. Ja, also Ferngespräch. Also jedenfalls wird gemunkelt in verschiedenen Kanälen, dass der Typ sich so eine funkfernsteuerbare Anal-Vibrationskette in den Po gesteckt hat vor dem Turnier und sich da natürlich ein gewisses System ausgedacht hat, wie das genau vibriert und das dann übersetzt in ein System von Zügen. Und er hat dann jemanden gehabt, das wurde ja live übertragen, der Brettbild sozusagen ja gesehen hat und dann wahrscheinlich mit Hilfe eines Computers die idealen Züge ausbaldowert hat und ihm über Analkette gemorst hat. So sozusagen der Morsecode, ja. Morsecode, richtig. Das ist sozusagen die Story. Und das ist so verrückt, dass selbst Elon Musk dazu rumgetwittert hat. Der kam da auch nicht dran vorbei und der hat steht hier, selbst Elon Musk lassen diese wilden Gedankenspiele nicht kalt. Der 51-Jährige äußerte sich auf Twitter dazu mit einem Zitat des deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer und schrieb, Talent trifft ein Ziel, das niemand sonst treffen kann. Genie trifft ein Ziel, das niemand sehen kann, in Klammern, weil es im Po steckt. Ja. Das hat er aber, die Klammer hat er aber nicht dazu geschrieben. Doch, die hat er dazu geschrieben. Die Klammer kommt von Elon Musk, nicht von Schopenhauer. Nee, das im Po, das hat, glaube ich, der Schopenhauer ausgelassen, das hat Elon Musk in Klammern dazu gesetzt. Inzwischen hat er den Tweet wohl wieder gelöscht. Aber Po-Perl noch nie erfunden. Der Vorwurf hält sich, insbesondere, weil dieser Jungstar, wie heißt er, Niemann,
schon als Kind oder als Jugendlicher mehrfach betrogen hat. Und finde ich geil. Also das sind ja die Geschichten, die ich so mag, so ein bisschen skurril hier für den Podcast. Wer ist denn auf diese Idee gekommen, dass der sich so hier an wie heißt die Dinger, Analperlen da irgendwie reingepfiffen hat? Ich meine, das musst du ja auch erstmal konstruieren, so eine Geschichte, und musst erstmal drauf kommen. Also das ist ja das, so ein bisschen, das immer wieder bei den Schafen. Viele Leute, und, die da drauf kommen, ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber was? Okay. Nein, wie war das? Vielleicht unglücklich bei mir mit dem drauf. Vielleicht war es auch ein Prank und die haben ihm was. Ja, aber es klingt jetzt so ein bisschen krude. Also wenn jetzt irgendwie, also ich sag jetzt mal, ich als Unbedarfter, wenn ich jetzt irgendwie auch aus einer anderen Sportart, irgendein Tennisspieler besiegt einen anderen Tennisspieler und macht nur, oder beim Schach ist es ja nur mehr noch mit dem Kopf natürlich arbeiten und sonst irgendwie. Also ich würde jetzt da nicht als allererstes drauf kommen, muss ich gestehen. Und ich glaube, die allermeisten hier am Tisch auch nicht. Also den Vorwurf erhoben haben zwei kanadische Schachgroßmeister, Erik Hansen und Aman Hambleton, in einem Livestream auf Twitch. Nämlich, dass niemand manipulierte Analperlen verwendet habe, die ihm mit entsprechenden Signalen richtige Spielzüge anzeigen sollten. Das ist doch wieder so. Aber wie sind sie darauf gekommen? Also, ich meine, hat er es zugegeben? Nee, ich finde ich finde es irgendwie. Gibt es ein Überwachungsvideo? Das ist doch völlig egal, ob der ist. Hauptsache, hier wird mit Dreck auf den Mann geschmissen. Es geht doch nur darum. Nein, er hat es nicht zugegeben, natürlich nicht. Streitet das auch ab. Ja. Und es ist natürlich auch so ein bisschen, ne, er muss sich halt den Vorwurf gefallen lassen, dass er als Jugendlicher schon zweimal betrogen hat und dabei aufgeflogen ist. Das hat er wohl auch zugegeben und hat auch gesagt, ich habe daraus gelernt, ich mache das auch nicht mehr. Aber dann nicht mit Analperlen. Ja. Nee, nicht mit Analperlen. Also es ist in der Tat eine berechtigte Frage, also, wieso Analperlen? Weil wahrscheinlich keine andere Theorie. Vorher hatte er nur mit Harnröhrenperlen betrogen. Ja, aber das ist das, wo ich so ein bisschen dran hänge, also wo man dann entweder jetzt sagt, also entweder ist es, also das ist ja so krude quasi, darauf zu kommen, also auch dann mir jetzt dann so ein, wie gesagt, ich habe jetzt da keine persönlichen Erfahrungen mit, aber auch jetzt da irgendwie dann noch das in so eine Art Morse-Code zu übersetzen und das dann über den Darm wahrzunehmen und das dann auch so richtig zu interpretieren, dass man dann die richtigen Züge macht. Also klingt, das heißt, die Züge hast du ja meistens, das ist ja dann so E2 auf D4, ja, bis du das gemorst hast, da brummt dir aber ganz schön die Properze, Ja, oder ist es so, also es gibt, wie viel Felder gibt es beim Schach? 64. Es gibt 64 Perlen. Da sitzt aber ein bisschen höher am Stuhl. Da würde ich sagen, dann ist aber der Hans Niemann fast der Eichelherr der Schachspieler, wenn er sich alle Perlen merken kann. Ja, und der hat irgendwie ein extrem gut ausgebildetes Nervengeflecht im Enddarm. Ach, herrlich. Die Prinzessin auf der Eichel. Ja, genau. Herrlich. Auf der Perle. Ja. Ja. Also früher hat er wohl tatsächlich mit Computern halt betrogen, hat er Online-Schachspiele gemacht und hat dabei gemogelt und das hat er auch zugegeben. Ja, das klingt jetzt aber schon irgendwie anders. Aber wie man aber davon auf Analperlen kommt, das ist mir eigentlich ehrlich gesagt scheißegal gewesen, weil ich finde das so krass, weil das ist halt nicht irgendwo bei einem Hinterstuben-Schachspiel passiert, sondern auf der Weltbühne, wo jetzt gesprochen wird. Der hat mit Analperlen betrogen. Stell dir mal vor, hier Thomas Müller irgendwie beim Elfmeter guckt er den Torwart aus und sagt hinterher, der hat ja Analperlen genutzt, weil er wusste, der springt nach links unten. Ja. Genau. Das ist einfach geil. Also solche Geschichten, da stehe ich so. Schreibt das Leben, ne? Ja, aber jetzt mal die Frage, wie findet ihr denn solche Geschichten? Ja, ich habe das schon mehrfach hier in dem Podcast erzählt. Ich google, wenn ich gar nicht, also entweder weiß mein Newsfeed bei Google schon, worauf ich so anspreche. Analperlen, schlau. Ja. Und wenn alles nichts hilft, so wie dieses Mal, dann google ich immer die Wörter Schock, Kurios, Sensation, Skandal. Das sind so die Schlüsselwörter, die ich in Google dann reinhaue und gucke, was dann passiert. Ganz viel ist einfach nur reißerische Schlagzeilenreißerei, wie auch immer. Ne? Kennst du wahrscheinlich, also von Geo nicht, aber man kennt es von anderen Medien inzwischen im Online-Business, das ist immer
Das ist ja immer so mit einer Frage, das ist ja immer so offen. Früher waren die Schlagzeilen 10 Dinge, sprechend. Die sie mit Analperlen anstellen können. Nummer 7 wird sie oder überraschen. Unglaublich, was dieser Spieler beim Schach erleben muss. Und dann musst du da halt klicken und sagen sie, ja, was hat er denn erlebt? Und dann musst du ganz weit runterscrollen an den ganzen Werbebannern vorbei, bis dann steht ja gar nichts. Da stand ein Glas Wasser nicht an der richtigen Stelle oder so. Ich frage mich dann nur, wie das jetzt bei den weiteren auch Schach-WMs und so geht. Dann ist dann auch, beugen Sie sich bitte mal nach vorne. Ja, hat er tatsächlich also, angeboten, habe ich jetzt nicht vorgelesen. Also der Hans Niemann, der dem das vorgeworfen hat, hat gesagt, also Leute, wenn ihr das wirklich glaubt, dass ich das mache, dann ziehe ich mich ab jetzt vor jedem Spiel aus, nackig, und dann könnt ihr mir gerne in den Popo gucken, ja, so ungefähr. Und checken, ob ich so meinen Morsecode da versteckt habe. Schon geil. Ja, das ist mehr als bizarr. Ja, die andere aber Frage auch kreativ ist, für so Schachspieler, den unterstellt man das doch gar nicht, dass sie wissen, was Analperlen sind und so. Normalerweise. Ja, also seit diesem Schach, seit diesem, wie heißt das? Da hat er unseren Podcast gehört und damals das Poloch sonnen und ist er drauf gekommen. Wie heißt denn noch diese Serie mit dem Mädel, irgendwas Game bei Netflix? Ja, weißt du, die was ich ist meine? Genial. Die ist wirklich, habe ich durchgesuchtet. Scheiße, so in einem wie Zug. Heißt die denn? Mit der Rothaarigen, ne? Mit der Rothaarigen. Da ist ja auch regelmäßig Sex ein Bestandteil. Also ja, da sind zum ersten Mal SchachspielerInnen auch sexy geworden. Damen Gambit. Ja, genau, das Damen-Gambit, danke. The Queen's Gambit, ich hab's nicht mal gesehen. Auf stimmt. Den Beef ist Verlass. Ja, also wenn gesehen, das mit Rothaarigen und Sex zu tun hat, ist das, bin ich da quasi die Zielgruppe. Ansonsten. ja, beides kommt vor. Ja, ich werde das mal für den Familienfernsehabend vorschlagen. Ja, so. Aber Beef. Ich habe den Faden verloren. Ich kann also hier Analperlen mit Schach. Machst du als Cliffhanger. Ja, ich kann es ja für nächstes Mal anbieten. Also dann habe ich nächstes Mal noch was Tierisches mit einem künstlerischen Touch. Aber ohne hinten rein. Ohne hinten rein. Gut. Ja. Okay. Wie war es denn für dich? So, ich habe ja lange an dir rumgearbeitet, bis es dann endlich mal geklappt hat. Und ich finde, es ist super, dass es heute geklappt hat. Aber wie ist das jetzt so? Ich meine, du bist ja eigentlich Profi und dann sitzt du hier mit so drei Honks am Tisch mit dem Headset. Also es hat sich nicht parasitär angefühlt, ja, sondern sehr nett. Das Bier hat gut geschmeckt. Ich könnte direkt noch eins vertragen. Ja, der Beef hat wahrscheinlich was im Keller. Ja, ich habe noch was. Ich habe im Kühlschrank noch was. Das machen wir gleich. Da reißen wir richtig den Zapfhahn auf. Nee, also wirklich super. Hat mir total gut gefallen, falls das jetzt das Ende einleiten soll. Ja, ich... Und wäre gerne auch nochmal dabei. Ja, sag ich. Das ist eigentlich das schönste Kompliment, was eigentlich alle Gäste und Gästinnen, wir hatten auch tatsächlich schon ein paar Damen dabei, uns aussprechen können, die immer gesagt haben, ach, das ist ja lustig, ladet mich ruhig wieder ein. Also du kannst auch gerne hier ganz groß einsteigen, also sorg halt ein bisschen mit deiner Reichweite dazu, dass wir hier die, was hast du eben gesagt, 6.000 Klicks, 5.000 ist ne, eine für magische die, Grenze, genau. Ja, okay. Also das Ziel dieses Podcasts seit Jahren, wir gehen jetzt bald ins vierte Jahr, für alle, die uns noch nicht so lange zuhören, ist es ja von Anfang an, dass wir weniger Arbeit haben und die ganzen Kosten sich selber tragen. Also wir haben keine hohen Ansprüche. Wir wollen Bier, wir wollen das Bier bezahlt bekommen, was wir hier saufen, dafür saufen wir aber fast alles. Hauptsache, wir hatten es noch nicht in der Sendung. Wir sind quasi parasitären Podcaster. Wir wollen die Scheiße nicht mehr selber schneiden, also insbesondere ich. Der Prollo will wahrscheinlich immer noch die Shownotes schreiben, weil das macht er einfach viel zu gut. Und das Einzige, was wir eigentlich wollen, ist, alle zwei Wochen zusammenzukommen, ein fertig aufgebautes Set, am besten noch so ein Tonstudio-artiges. Vielleicht könnten wir uns auch noch einen VW-Bus, einen neuen VW-Bus würde ich auch nehmen mit E-Antrieb, mit vier Mikros drin oder fünf für die Gäste. Also wir haben ganz geringe Ansprüche und eigentlich an unsere Sponsoren. Ein bisschen Catering machen. Catering natürlich. Ja, natürlich. Und also, Kommunikation geht ja durch den Magen. Nein, also und dann bist du drin. Dann bist du dabei. Ich bin dabei. Ja. Da kannst du umsatteln, sozusagen. Ja. Also, an alle, die zuhören, wenn ihr den Podcast nicht mit mindestens 10 Freunden teilt, wird etwas Schreckliches passieren. Ja, genau. So wie früher. Sehr gute Idee. Sehr gut. Der Kettenbrief. Ja. Kettenpodcast. Kettenpodcast. Schön. Und den letzten trifft der Blitz. Ja, oder die Analketten. Die Analperlen. Fluch-Podcast. Wie auch immer, es war mir ein Vergnügen. Schön, dass es endlich geklappt hat, mein lieber Rainer. Und bis ganz bald wieder
in diesem Funhaus. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.